Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um die Ticker und heute wird der Schaft mit dem System verheiratet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Im letzten Video dieser Reihe habe ich ja gezeigt, wie die Ticker zerlegt wurde und das ist übrig geblieben. Ich habe also dieses Teil hier, Lauf und System, und ich habe das Teil und das Teil. Mehr ist nicht übrig und das Ganze werde ich jetzt verheiraten mit dem Schaft. Und werde die einzelnen Teile zusammenbauen und ja, lasst euch einfach daran teilhaben. Als erstes werde ich den Schaft zusammenbauen und den Vorderschaft an den Hinterschaft anbauen. Das heißt, das weiße Teil und das weiße Teil, die beiden gehören zusammen. Ich habe hier wieder eine zweite Kamera zu laufen und hier in der Mitte ist irgendwo der Platz, wo ihr das sehen könnt. Und da werde ich das tun. Ich habe natürlich schon Schrauben besorgt und die auch entsprechend abgelenkt. Und hier steht dann auch, mit wie viel Newtonmeter das zusammengebastelt werden muss. Das steht hier drauf. Hier steht zum Beispiel 70 Inch LB. Das muss ich natürlich umrechnen in Newtonmeter und kann das Ganze dann anziehen. Ich habe das Ganze mal umgerechnet, denn ein Inch LB, also irgendwas mit Inch, Pound, bla 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 heißt das, ist 0,113 Newtonmeter. Das heißt, 70 Inch LB sind 7,9 Newtonmeter. Ich ziehe also die großen Schrauben mit 7,9 Newtonmeter an. Das Ganze kommt hier drauf. Und das, was ich noch machen werde, ist ein wenig Loctite. Ich nehme jetzt mittelfest, also nicht zu fest, damit man das wieder rauskriegt. Und das kommt da dran. Die Schraubenlänge muss so gewählt werden, dass das Gewinde vollständig ausgenutzt wird. Man muss immer die vollständige Gewindelänge ausnutzen. Das heißt, die Schrauben müssen zur Not abgeschliffen werden oder ähnliches. So, den Rest der Schraube werde ich fetten. Und zwar genau am Rand, weil sonst rostet mir die eines Tages da weg. Und das möchte ich nicht. Ich fette die auch am Rand und unter den Flächen. Und das nicht zu wenig. Ja, weil das Fett da sehr, sehr viel Sinn macht. Jetzt habe ich schöne fettige Hände, aber das macht nichts. Ich gucke gleich mal, ob ich den richtigen habe. Ja. Schön dreckig. Das sieht man natürlich auf dem Weißen besonders gut. So, ich ziehe das natürlich noch nicht an, sondern nur ganz locker, damit er erstmal zusammensitzt. Hier mache ich das Gleiche. Man soll dazu natürlich Handschuhe anziehen. Das mache ich sonst auch immer, aber beim Film geht das hier nun mal nicht. So, das Ganze wird per Hand erstmal ein bisschen angeschraubt. Das gleiche mache ich mit den kleinen Schrauben. Ich ziehe erst die kleinen an. Zack, das ist ganz schön fest. Sollte man nicht denken. Und dann den großen mit 7,9. So. Das erste, was ich erledigt habe, ist also, den Schaft komplett zu machen. Jetzt werde ich das System hier einsetzen. So, alles wird gefettet, gerade da, wo er drauf sitzt. Nachher muss man aufpassen, hier ist eine Aussparung und hier drin ist der Anschlag, der Block. Diese Aussparung kommt dort rein und wenn man das Ganze festzieht, muss die Laufhülse
nach hinten geschoben werden beim Festziehen, weil der Rückstoß kommt, ne? Und das muss hier anschlagen an der Vorderkante. Das ist der Sinn. Jetzt nehme ich das System und bringe das hier rein. Ja? Hier ist die Schraube. Und wenn ich das jetzt hin und her schiebe, dann hört man das, das ist der Anschlag. Und das Ding muss nach hinten geschoben werden dann. Jetzt setze ich eine Schraube ein. Das hier ist die hintere Schraube. Und für die hintere Schraube habe ich das Ganze so weit gekürzt, dass es exakt ins System passt. Und bei mir sind das jetzt 57,6 halt, ne? Das ist die Länge, damit die nicht rausgucken, aber das volle Gewinde ausnutzen. Das ist ganz wichtig. Jetzt werde ich hier 3,1 mm runternehmen. Nicht den Trennschleifer nehmen, dann würde sich die Härtung der Schraube verändern. Jetzt messe ich einmal die Gesamtlänge nach zwischendurch. Und zum Schluss nehme ich eine feine. Damit die Oberfläche schön fein wird. Stimmt genau. Jetzt werde ich hier oben noch den Rand ein bisschen abschrägen. Fertig ist das Ganze. Die erste Schraube ist genau exakt auf Länge. Stecke ich also die hintere Schraube. Ja, bei den Scheiben ist es genau das gleiche. Das sind sehr, sehr kleine, dünne Scheiben, aber eine Scheibe ist immer besser für das Anzugsmoment, weil es darauf laufen kann. Die Schraube kann darauf laufen, das rutscht alles viel besser. So, das Ganze wird schön zusammengehalten. Schraube rein und erstmal ein paar Handen klein, ein bisschen anziehen, ein bisschen lose wieder, vordere Schraube rein. Gucken, ob alles passt, bevor man das zusammenschraubt. Jetzt gucke ich, ist die hintere Schraube, vielleicht sieht man das hier an dieser Stelle, guckt die auch nicht raus. Ja, muss ich gucken, muss ich irgendwas Flaches nehmen, was ich darüber schiebe. Schiebe ich darüber und sehe, guckt nichts raus. Ja, darf nicht kippeln, dann wäre was faul an der Stelle. Ja, ist noch schön drin. Ich habe das ja schon ein paar Hand angezogen, soweit geht die da nicht mehr rein. Vorne muss ich mit einer Taschenlampe reinleuchten und gehe da lieber einen halben Millimeter tiefer. Jetzt kann ich die Schrauben festziehen. Das mache ich nacheinander. Ich habe hier 7 Newtonmeter mir aufgeschrieben. Das steht in der Anleitung, in der Montageanleitung für das Gehäuse. Und 7 Newtonmeter muss ich auf diesem, kann ich nicht einstellen, auf diesem einstellen. Der geht ein bisschen weiter. Schraube wieder raus und Loctite dran. Ich werde die ganze Schraube wieder einbalsamieren, damit die nicht rosten kann. Dann kommt wieder Loctite drauf. Und zwar ganz vorne nur. Es muss auch nicht viel sein. Und dahinter auf das Gewinde Fett. Das passt auch. Jetzt kommt das Ganze hier rein, ohne anzuecken vorher. Kloppt nicht immer. Und einmal per Hand anziehen. Das gleiche hinten auch. Auf. Vorne Loctite drauf. Und auf dem Rest verteilen. So. Per Hand anziehen. Wieder lösen. Wieder lösen. Und jetzt nach hinten schieben. Das heißt, vorne Druck drauf geben, per Hand anziehen und ein bisschen fester anziehen per Hand. Das Ganze jetzt mit 7 Newtonmeter, nicht gleich die volle Spannung, sondern nach und nach. So, 7. 7.
Mal prüfen. Fertig. Voilà. Schon mal das System drauf. Dann sieht man vielleicht noch ein bisschen was. Ich kann jetzt nicht zu weit nach hinten, dann haut mir das ganze Ding ab. Die Bindungsbremse sieht so aus. Muss normalerweise so eingestellt werden, dass die Kappe hier die für das Flimmerband oben ist. Wenn das Gewehr in eine Richtung schlägt, kann man das ein bisschen drehen. Ja, in die Richtung, wo es neigt man das ein bisschen mehr. Und dann geht es auch. Ich würde jetzt hier auf diese Verbindung einmal säubern. Ganz wichtig, Anti-Seize. Jetzt schraube ich das Ganze hier drauf. Jetzt habe ich nachgeguckt, 10 Newtonmeter soll ich diese Schraube anziehen. Ich finde das sehr, sehr viel. Schraubenfester drauf. Das war ein bisschen viel. Sehr schön. Jetzt kann die da rein. Und ich ziehe die erstmal kurz handfest an. So, jetzt muss ich das Ganze gerade stellen und genau nach oben und dann anziehen. Also es kann schon sein mit dem 10 Newtonmeter, also bei mir ist sie jetzt gerade, sieht jedenfalls so aus. So, der erste große Teil ist fertig. Ihr seht, das System ist mit dem Schaft verheiratet und alles ist dran. Sehr gut. Sieht doch schon mal schick aus. Natürlich muss jetzt noch mehr drauf. Ein ZF muss drauf und noch ein paar Kleinigkeiten und die baue ich jetzt nach und nach drauf. Das nächste Anbauteil ist das Zielfernrohr. Ihr kennt das schon. Ich habe das schon dafür vorgesehen und auch in anderen Videos gezeigt, wie das montiert wird. Deswegen baue ich das jetzt schnell drauf. Der nächste Punkt ist geschafft. Ich habe also ein Zielfernrohr drauf. Na? Sieht schon mal sehr schick aus, finde ich. Ja, muss bloß noch schick schießen dann. Was fehlt noch? Ein Zweibein. Da mein Zweibein, was ich schon so oft benutzt habe. Und das passt ja auf Picatinny und auf AK Swiss. Ich habe ja hier einen AK Swiss Vorderschaft, das ist das Schöne. Und da kommt ein Zweibein rauf und zusätzlich, jetzt kann ich endlich das Schild abmachen hier, kommt ein nagelneuer Backhalter drauf von Ulf Hettner mit einem Sandsack drunter. Sehr, sehr cool. Das schiebt man so drauf. Jetzt muss ich das hier noch öffnen. Zurück. So. Das ist das da drunter und das Ganze kann ich jetzt festziehen und ich kann das so weit schieben, dass es sogar hier drüber passt. Vielleicht sieht man das gleich. Zack, bis hier hin. So. Jetzt ist die Plattform fest und jetzt kann ich mal den Stoff weg. Die Plattform nutzen, um irgendwo das draufzulegen. Ich stelle die Plattform dann noch im praktischen Gebrauch vor, wie das Ganze funktioniert. Und das Zweibein benutze ich ja immer. Ich kann also beides parallel benutzen. Aber ich möchte jetzt erstmal nur das Zweibein dran haben. Und das ist das. Na, das schiebe ich auch bloß drauf. Kann ich in jeder Stellung arretieren, da wo ich möchte. Kann ich jetzt hier so lassen. Ich kann es bis nach vorne schieben und benutzen. Aber ich denke mal, so ist das eine gute, so weit könnte ich nach vorne schieben. Ich lasse jetzt mal hier, das ist eine Umdrehung, dann ist es fest. Das ist jetzt das Gewehr in dieser Form. Jetzt kann ich das Zweibein schon nutzen. So. Jetzt kommt noch mein Klappkärtchen hier ran. Ja, das ist hier so eine, kann ich das umklappen. Das wird einfach auf die Picatinny geschraubt. Und da muss man das nicht direkt auf irgendeine bestimmte Stellung ziehen, sondern man kann das überall positionieren. Man kann das nämlich abnehmen, dieses Teil. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen. Und jetzt kann ich das hier rüber durchstecken, weil anders passt das hier auch gar nicht. Und dann kann ich das da anschrauben. Da, wo ich es hinhaben will.
Und bei mir passt das da wunderbar vorne drunter. Jetzt gucke ich mal, wenn ich das umklappe, dass es schön dicht anliegt. Ich kann es auch nach vorne klappen, das stört. Also klappe ich es lieber nach hinten. Zack, wird bloß per Hand angeschraubt und ist dann dran. Hier sieht man das jetzt vielleicht auf der kleinen Kamera. Ja, einmal so, einmal so. Ich kann es auch nach vorne klappen, wenn es mich jetzt hier stört. Beim Magazin dürfte es aber nicht stören. Magazin habe ich hier. Zack. Ja, Magazinhebel. So sieht das Ganze aus. Ich nehme das Magazin mal wieder raus. Jetzt ist das Ganze fertig. Das ist meine neue PRS-Rifle. Das war schon wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war die Hochzeit der Ticker. Und falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.